Genug ist genug. Jetzt wackelt der Stuhl von Bundestagsvizepräsidentin Ayhan Ösus. Die SPD-Politikerin schockt auf Instagram mit einem israelfeindlichen Posting schon wieder. Deswegen muss sie jetzt um ihr Amt fürchten. Auf Antrag der Unionsfraktion tagte der Ältestenrat des Bundestags in der Affäre. CDU-Chef Friedrich Merz hatte eine Sondersitzung verlangt. Gerrit Sebald mit den Hintergründen. This is Zionism. Zu Deutsch, das ist Zionismus, teilt die Bundestagsvizepräsidentin Ayhan Ösus auf Instagram. Geschrieben auf einem Foto von einem israelischen Angriff auf das Al-Aqsa-Krankenhaus in Gaza. Eine Grenzüberschreitung, findet die CDU, beantragt eine Sondersitzung des Ältestenrats des Bundestags, fordert die Absetzung der Vizepräsidentin. Das ist eine Grenzüberschreitung, die im Grunde genommen nicht akzeptabel ist. Und man muss es, glaube ich, so klar sagen. In der Vergangenheit sind Repräsentanten des Parlaments auch schon wegen geringeren Dingen zurückgetreten. Insofern muss man einfach sagen, das ist kein gutes Zeichen, was Umgang und Repräsentanz des Bundestages anbelangt. Das Problem? Die Botschaft, die Ösus hier weiter verbreitet. Die Existenz eines jüdischen Staates im Nahen Osten würde zwangsläufig zu Angriffen auf Zivilisten führen. Eine gefährliche, einseitige Verkürzung der Bundestagsvizepräsidentin findet auch Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Wer zum Existenzrecht Israels steht, kann den Zionismus nicht heruntermachen in dieser Art und Weise. Und der muss auch benennen, dass bei all den menschlichen Tragödien, die dieser Gaza-Krieg bedeutet, die Hamas dafür die Verantwortung trägt. Ösus bittet in der Sondersitzung des Ältestenrats zwar um Verzeihung, will aber nicht zurücktreten. Bereits im Vorfeld teilte sie einen Erklärungsversuch, ebenfalls auf Instagram. Sie hätte auf das Leid auf beiden Seiten aufmerksam machen wollen. Den Ampelvertretern im Ältestenrat scheint das zu reichen. Also die Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition haben sich in der Sitzung eher zurückhaltend geäußert und das hat den Eindruck gemacht, als dass sie da keine weitergehenden Konsequenzen fordern möchten. Dabei war es nicht ihr erster Fehltritt. Bereits im April hatte ein Post der Vize-Bundestagspräsidentin auf X zu Israel für Empörung gesorgt. Nach der groß angelegten Attacke des Irans auf das Land hatte sie beide Seiten kritisiert und Israel eine Mitschuld an dem Angriff gegeben. Bereits damals gab es Rücktrittsforderungen. Und das Thema vertiefen möchte ich nun mit der Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Hallo, Frau Schröter. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Schröter, was haben Sie denn gedacht, als Sie dieses israelfeindliche Posting der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags gesehen haben? Wofür steht dieses vielleicht auch symbolisch? Naja, wir haben ja die ganze Zeit das Problem, dass einerseits immer begründet wird, auch von unseren Politikern aller Fraktionen, dass jüdisches Leben sicher sein soll, dass die Solidarität mit Israel Staatsräson ist. Und dann sehen wir auf der Straße, aber auch in den Universitäten, in den Kultureinrichtungen, dass das in der Weise gar nicht beherzigt wird. Und in dieser Tradition steht eben auch dieser Post, der Zionismus mit Brandstiftung ja gleichsetzt. Anders kann man das ja nun gar nicht deuten. Ja, da ist ein Gebäude, das in Brand gesteckt wird und darüber steht, das ist Zionismus. Und also das ist genau das Gegenteil von dem, was immer bekundet wird. Und von daher war mir auch klar, also das geht überhaupt nicht. Also von einer so hohen Repräsentantin unseres Staates. Was ist denn das für ein Eindruck, der da vermittelt wird? Eindruck in die Gesellschaft, aber auch ein Eindruck dann in die Welt hinaus. Lassen Sie uns das nochmal vertiefen. Zionismus, also die Überzeugung, dass Juden wie andere Völker ja auch einen eigenen Staat haben sollten, wird auf dem Bild mit Zerstörung gleichgesetzt. Was spricht denn aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht für den Vorwurf, dass Ösus damit das Existenzrecht Israels in Frage stellt? Na gut, das Existenzrecht Israels und der Zionismus lassen sich nicht trennen. Und wer den Zionismus mit Brandstiftung und Mord gleichsetzt, lehnt die Existenz Israels ab. Also da gibt es überhaupt kein Missverständnis. Und in die Richtung ist das Plakat ja auch gemeint. Und also von daher weiß ich nicht, wie sich Frau Ösus da wieder aus der Affäre ziehen möchte. Und dass die Ampel jetzt diese Entschuldigung, diese halbherzige, akzeptiert hat, das finde ich nicht gerade befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dazu kommt, also ich meine, ich habe das auch ein bisschen verfolgt, die Karriere von Frau Ösus.
auch in ihrer Position als damalige Integrationsbeauftragte des Bundes. Auch da hat sie schon für verschiedene Skandale gesorgt, wo man sich gefragt hat, welche Position hat sie eigentlich zu islamistischen Organisationen, die ja nun auch Israels Existenz ablehnen. Und Frau Schröter, inwiefern spielt Özus jetzt damit auch dem Iran argumentativ in die Karten und wie sehr schadet sie damit ja auch dem Ansehen der deutschen Politik? Ja, absolut. Das ist die iranische Position. Eins zu eins, das muss man ganz klar sagen. Der Iran ist der Meinung, Israel ist illegitim, Israel muss zerstört werden. Das ist ein Teil der iranischen Staatsraison. Und wenn Frau Özus jetzt in das gleiche Horn bläst, dann muss man sich fragen, tatsächlich, wie ist dann die Position der Bundesregierung zu diesen antisemitischen Akteuren in der Welt? Und Sie haben es bereits angesprochen, Özus ist bereits mehrfach israelfeindlich aufgefallen. Wie kann das erlaubt sein in Ihrem Amt? Was denken Sie, warum wurde das so lange unter den Teppich gekehrt und was müssten die Konsequenzen sein? Ja, also ich möchte noch mal den größeren Bogen ziehen. Sie ist nicht nur aufgefallen mit bedenklichen Aussagen zu Israel, sondern sie ist auch in den letzten 10 Jahren mit anderen bedenklichen Aussagen aufgefallen. Ich kann mich erinnern, dass sie auf dem Höhepunkt der salafistischen Mobilisierung des IS, da hat sie einmal eine Razzia verurteilt, das würde den Eindruck von Willkür machen. Sie hat sich ausgesprochen gegen ein Verbot der Kinderehe, gegen ein Verbot der Vollverschleierung. Und das sind alles, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist das doch eine bedenkliche Ausrichtung von Frau Özus. Und da passt das eben auch tatsächlich hinein, diese Haltung, die sie jetzt in ihren Posts Israel gegenüber zum Ausdruck gebracht hat, von denen sie sich jetzt distanziert. Ja, klar. Sie möchte natürlich nicht zum Rücktritt genötigt werden, aber letztendlich muss man sich schon fragen, ist diese Frau eigentlich haltbar in diesem hohen Amt, das sie bekleidet? Das ist jetzt die große Frage. Danke für Ihre Einordnung, eine durchaus kritische Einordnung an die Islamwissenschaftlerin Susanne Schröter. Einen schönen Tag Ihnen. Sehr gerne.